Ja, ein Interview, was man auch nicht alle Tage macht, hier vor der Tankstelle mit Nordin Asri und Mohamed Gabinci. Ja, es sollte heute eigentlich ein Kampf werden, wurde dann aber ein Kampf gegen die Kälte jetzt. Ihr müsst euch abkühlen, Gemüter, genau, Vote MMA fällt aus. Erstmal erste Gedankengänge von Nordin. Gedankengänge, ich versuche das mal so jugendfrei wie möglich zu verfassen. So eine piepst das mal raus auf jeden Fall. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also sowas Unorganisiertes und das stimmt einfach von vorne und hinten nichts. Die Waage war schon sehr kompliziert, die hat erstmal 2 Stunden später angefangen. Der Veranstaltungsort hat innerhalb einer Woche 3-mal gewechselt. Also so eine Amateur habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ganz ehrlich, ohne irgendjemandem jetzt nahe zu treten. Aber ich sage jetzt erstmal ganz vorsichtig, es sollte Bäcker bleibt bei deinem Brötchen, Metzger bleibt bei deinem Fleisch, Fotograf bleibt bei deinen Fotos und so weiter. Also man bereitet sich vor, man gibt Gas, man bringt sein erforderliches Gewicht auf die Waage. Das Problem ist, ich bin ja nicht nur der Einzige. Mein Sohn und mein hier hat das gleiche Problem. Noch einer von meinen Jungs hat auch das gleiche Problem. Der Gegner ist vorsichtshalber einfach mal mit 3 Kilo Übergewicht gekommen. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, ganz ehrlich. Und ich habe schon einige Fights und Veranstaltungen auf der Welt besucht, aber das ist... Mir fehlen einfach die Worte, ganz ehrlich. Ja, und nicht ohne Grund bist du jetzt auch hier draußen, ein bisschen zum Abkühlen auch, weil du wolltest dann auch natürlich so schnell wie möglich die Veranstaltungshalle verlassen. Jetzt, du hast eben schon gesagt, du bist ein sehr erfahrener Kämpfer, hast auch schon auf vielen Events gekämpft. Hat das für dich jetzt irgendwelche Konsequenzen und auch gleich als Trainer deiner Jungs, dass du daraus irgendwie eine Konsequenz ziehst, wie du demnächst mit Veranstaltern verhandeln wirst oder auch selber als Kämpfer agierst? Ja, man sagt immer so, man sagt das ja nicht umsonst, denn man lernt einfach nie aus. Ich ziehe definitiv mein Resümee aus dieser Geschichte heraus und ich werde auf jeden Fall bei den einen oder anderen Veranstalter, die man jetzt so nicht kennt oder die vielleicht auch ein bisschen unseriös rüberkommen, werde ich mein Resümee draus ziehen und auch von vornherein anders verhandeln. Ich habe hier einfach meine Gäste, die jetzt mittlerweile auch schon hier einfach draußen rumstehen, weil die einfach sagen, ey, pass auf, die Veranstaltung fällt flach. Ich bin extra rausgegangen aus der Veranstaltungshalle, wie du eben schon auch bereits erwähnt hast, um einfach ein bisschen abzukühlen. Also mir fehlen einfach richtig die Worte. Also bevor ich irgendwas Unüberlegtes mache, drehe ich meistens immer direkt mal meinen Rücken zu. Ich gehe über gewisse Sachen einfach nicht ein. Wenn ich, sage ich jetzt mal, bei so einer Kälte draußen stehen würde, dann würde ich das wie die restlichen asozialen Penner mit 40 noch irgendwo an der Tür an der Diskothek rumstehen oder was weiß ich was. So einen Beruf mache ich nicht. Ja, wie bereits gesagt. Mir fehlen einfach die passenden Worte, ganz ehrlich, Danny. Sehr professionelles auch Verhalten, dass du dich dann nicht auch irgendwie zu was bewegen lässt. Mo, spreche auch dich mal kurz an. Nordin, auch als dein Trainer, ihr habt euch beide auf den Kampf vorbereitet. Jetzt hat Nordin schon einiges erlebt, war auch für ihn das erste Mal. Aber ich sag mal, wie empfindest du das gerade auch, der noch nicht so viele Kämpfe auf dem Buckel hat und dementsprechend auch noch nicht so viel erlebt hat? Ja, in meinen Augen ist das auch einfach unprofessionell. Man vorbereitet sich auf so einen Kampf mehrere Wochen, zum Teil 10 Wochen. Und nicht nur das, man kocht Gewicht ab. Vor dem Kampf ist eine gewisse Anspannung da. Man fährt hier hin und erfährt kurzfristig, quasi eine halbe Stunde vorher, dass das Event abgesagt wird. Ja, da fehlen mir auch die Worte. Im Grunde genommen hat mein Papa schon alles gesagt gehabt. In meinen Augen ist das einfach unprofessionell und ja, schade zugleich. Also man sieht, die Enttäuschung sitzt tief. Viele Leute sind hier heute mitgekommen. Vielleicht kann der Kameramann auch mal ein bisschen den Rücken drehen. Wir belagern hier gerade die Tankstelle. Schade, dass es heute nicht dazu gekommen ist. Euch danke ich auf jeden Fall schon mal für die Stellungnahme und hoffen euch bald wieder im Ring dafür, wofür ihr auch trainiert, ja, zu sehen. Und ja, viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank, Danny. Wie immer, Newsletter Nummer 1, Ground & Pound und Ground & Pound TV auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr auch da seid. Die Stimme, die Kämpfer und der Veranstalter auf jeden Fall nach Deutschland und in der Welt hinaus schallt und strahlt. Das finde ich natürlich immer sehr, sehr schön.
Und ja, wie gesagt, einfach schade, dass es heute nicht stattgefunden hat. Ich war sehr gut vorbereitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, der eine oder andere ja eigentlich auch schon vom Weigh-in die Fotos gesehen hat. Ich war gut vorbereitet, gut durchtrainiert. Ich habe einfach hart trainiert und ja, wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Ich wollte auf jeden Fall an dieser Stelle auch allen Jungs und Mädels danken, die hier hingekommen sind. Ich habe auch noch einen schönen Live-Act gehabt heute. Schade, das hebe ich mir für die nächste Veranstaltung auf jeden Fall vor. Oder auf, besser gesagt, so, ihr werdet ja auf jeden Fall alle positiv überrascht sein. Ich habe einen neuen Künstler am Start. Ja, der steht schon auch zu einem Label Nummer 1 in Deutschland, aber das wird demnächst noch kommen. Ich werde nicht allzu viel verraten. Und ich möchte auf jeden Fall meinen Sponsoren danken, die auch hier sind. Ben Lee, Lonsdale, an erster Linie auf jeden Fall. Und alle meine Trainer, die da gut mit angepackt haben. Ein Boxtrainer, der Tai, mein Bodenkampftrainer, der Thomas und so weiter. Und der Stefan auf jeden Fall, der Stefan Freudenreich. Und ja, wie gesagt, die Sportdentisten auf jeden Fall, auch den Thorsten. Und ja, wie gesagt, alle, die mitgeholfen haben und mit angepackt haben, auch meine Jungs, die alle hier erschienen haben und in der Vorbereitung mitgeholfen haben. Wie gesagt, wir melden uns auf jeden Fall bald mit einem großen Knall wieder zurück. Vorausgesetzt, der Veranstalter plant vernünftig. Danke fürs Interview.